Ja, wir haben natürlich gesprochen und sind uns beide einig, dass wir gerne zusammenarbeiten wollen. Und es gibt noch weitere Gespräche, aber es kann man jetzt noch nichts vermelden natürlich. Woran liegt's? Ja, wir haben uns jetzt, wir haben das erstmal, hatten das geschoben, war ja schon im August, September ein Thema. Wir haben beide Parteien haben gesagt, lass uns erstmal ein bisschen Land gewinnen, lass uns mal ein paar Punkte holen. Und jetzt haben wir angefangen. Das habt ihr gemacht, ne? Das haben wir gemacht und jetzt haben wir langsam angefangen, da in die Gespräche, sind wir langsam in die Gespräche gegangen und wollen die natürlich irgendwann mal auch zeitnah abschließen. Zeitnah ist immer so ein dehnbarer Begriff, die Lieben. Ja, ich lasse mich gerne. Ungerne festnageln und von daher muss ich das so formulieren. Guck mal, die Bayern sagen, dass wir machen das nach dem letzten Hinrundenspiel. Wie sieht es bei euch aus? Wird auch ein guter Zeitpunkt. Kurz vor Weihnachten? Kann ich nicht sagen. Vielleicht machen wir es auch vorher, vielleicht machen wir es danach. Hauptsache, wir machen es überhaupt. Puh. Bruno hat natürlich eine unglaubliche Beziehung zu der Stadt Hamburg, zum Club. HSV, er war als Spieler da, er war als Trainer da und er hat die Mannschaft richtig angepackt. Er hat die Mannschaft wieder zusammengenommen, als Team zusammengeführt und hat natürlich ein Konzept vorgegeben, hat hervorragend gearbeitet. Wir haben vorher schon drüber gesprochen. Wie sieht das Konzept denn aus mit ihm? Ja, das interessiert uns ja alle. Nein, er guckt natürlich, habe ich eine Struktur in der Mannschaft? Uns fehlte letztes Jahr die Struktur, die Spieler, die strukturgebend waren. Also eine Hierarchie auch, eine funktionierende? Eine Hierarchie. Eine Achse? Natürlich, eine Achse ist für ihn ganz, ganz wichtig. Die haben wir, natürlich, wir haben Emir Spajic geholt und hat es wirklich hervorragend gemacht und ist jetzt auch leider verletzt. Er hat uns auch da Sicherheit gegeben, er hat uns Halt gegeben. Aber das liegt nicht nur an Emir Spajic, sondern auch andere Spieler, haben das sehr gut gemacht. Wir sind zu einer Mannschaft zusammengewachsen und waren kompakt und waren leistungsfähig. Wir waren wettbewerbsfähig oder sind wettbewerbsfähig geworden durch gutes Training, durch hervorragende physische Bedingungen, die Spieler haben. Und dann fängt die Mannschaft an zu glauben, dann fängt der einzelne Spieler an zu glauben. Wir konnten ja fast nicht glauben, wie letztes Jahr auch Spieler teilweise von denen berichtet worden, auch letztes Jahr gespielt haben in einer Mannschaft, die eben nicht so harmonisiert hat oder harmonisch war, wie das dieses Jahr der Fall ist. Uns ist es nicht gelungen, dann die Struktur herzustellen im letzten Jahr. Wir haben sehr viele neue Spieler dazugeholt, weil wir damals schon wussten, dass wir umbauen müssen und dass es erfordert, eine neue Hierarchie, eine neue Struktur aufzubauen. Das ist uns nicht so gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wie wir alle wissen, haben wir uns am Schluss noch gerettet. Mit einer großen Anstrengung, mit einer großen Leistung dann des gesamten Clubs, der wirklich wie eine Eins hinter dieser Mannschaft gestanden ist. Und jetzt, wir wussten, dass das nicht von heute auf morgen zu machen ist und versuchen in angemessenen Schritten unseren Weg zu machen. Lass uns auch nicht unter Druck setzen von europäischen Wettbewerben. Das ist einfach nicht aktuell auch nicht angesagt, sondern wir gucken drauf, dass wir unser nächstes Spiel gewinnen. Gestern haben wir verloren. Vorher haben wir zwei gewonnen, das war mal wichtig, gerade gegen einen guten Gegner wie Borussia Dortmund und gegen unseren Lokalrivalen wie Werder Bremen war das ein Ausrufezeichen mit einer sehr guten Mannschaftsleistung. Und wir werden unseren Weg weitergehen und wir sind alle sehr zuversichtlich, dass wir das auch hinkriegen werden. Nein, natürlich, wir haben einen relativ großen Kader, wenn was passiert, wenn Anfragen da sind, dann werden wir uns damit beschäftigen, aber das heißt nicht, dass wir Spiele abgeben wollen oder müssen. Ich glaube, Leverkusen ist immer brennend interessiert an HSV-Spielern, oder? Ja, wir müssen erst wieder welche aufbauen für Leverkusen und dann. Also Son, Tah, Şanalı, haben wir schon mal drei. Ja, auf alle Fälle ein sehr gutes Zeichen, dass sehr viele gute Spieler auch schon in Hamburg gespielt haben und noch spielen und von daher. Und dass Leverkusen Ahnung hat, wolltest du sagen? Ja. Leverkusen hat natürlich Ahnung, sonst hätten sie sich in den letzten Jahren nicht so und auch in diesem Jahr, wie ich finde. Weil ich glaube, dass, um da noch mal reinzukommen in die Diskussion, das nachvollziehbar ist und das hat mit Struktur und Konzept zu tun, glaube ich, dass natürlich viele Spieler, wenn die wegbrechen, erfahrene Spieler, dann brauchst du einfach deine Zeit. Das haben wir auch gespürt und spüren immer noch.